weiß nicht, ob jemand letztes Jahr hier war. Ich habe damals CS Unplugged vorgestellt mit vielen Requisiten und so weiter. In der Zwischenzeit hat sich einiges ereignet. Unter anderem, es gibt dieses neue Lehrmittel, Connected, das so ein interkantonales Lehrmittel zum Medienkunde- und Informatikunterricht. Und die Übungen und praktischen Teile brauchen Scratch. Scratch ist vielen schon bekannt. Und im gleichen Jahr ist auch etwas passiert, dass Scratch 3 herausgekommen ist. Das funktioniert jetzt in Webbrowsern. Praktisch jedes moderne Gerät von Lernstick, Tablets, Mobiltelefone, Toaster und so weiter, alles, das einen Webbrowser hat, kann man jetzt Scratch brauchen. Kein Flash mehr. Ich glaube, für viele Leute im Administrationsbereich, auch mit Lernstick, das war immer ein Drama, wie bringt man Flash heute auf irgendein modernes Gerät. Jetzt zum Glück sind wir jetzt auch im 21. Jahrhundert angekommen mit Scratch, dass das eigentlich mehr oder weniger überall funktioniert. Ist das noch ein Laser oder sowas? Funktioniert das? Okay. Klar, Scratch hat sich. Es gibt gute Gründe, das zu empfehlen heute, mehr so als vorher. Aber es gibt auch. Mal schauen, welche Richtung das geht. Okay. Aber es gibt auch immer wieder diese anderen, es gibt sehr viele verschiedene Tools, um Programmieren zu lernen. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen Verwirrung, um zu sagen, okay, aber ich habe von Microbit gehört, das soll auch sehr gut sein. Oder ich habe von Timio, ich glaube, es hat Leute von Timio hier heute im Raum. Ich glaube, es gibt auch jemand von Oxo, der es einen Workshop gibt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und was ich mit diesem Vortrag eigentlich erreichen möchte, ist zu sagen, dass das gar nicht so eine Rolle spielt. Das sind eigentlich Dialekte und aus dem schweizerischen Sprachmann kennt man sich ja, also mutually understandable als Konzept, also das eigentlich, das sind Dialekten und nicht eigene Sprachen und zeigen auch aus der geschichtlichen, also ein bisschen etymologischen Seite, wie es dazu gekommen ist und wie sich diese verschiedenen Plattformen gegenseitig unterstützt haben und weshalb das eigentlich nur ein also sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Das sind zum Beispiel, also wir reden von diesen blockstrukturierten grafischen Sprachen. Weiß auch nicht, ob jemand die alle kennt. Ich habe da irgendwie Screenshots gemacht von verschiedensten Tools. Eigentlich sie sind grafisch ein bisschen unterschiedlich aus, sie haben ein verschiedenes Vokabular, aber die eigentliche Struktur und Grammatik ist sehr ähnlich. Gehen wir mal zur Geschichte, das eigentliche Thema des Vortrages, also woher kommen diese Strukturen. Ganz am Anfang, in den 60er Jahren, mit Seymour Papert und Lego, also da waren Computer noch privilegierte, große Dinge, die nur Firmen und Universitäten hatten. Und die Idee, dass Kinder sich mit Programmieren auseinandersetzen könnten, war noch ziemlich abwegig und revolutionär. Die Beziehung zu Scratch geht über Michael Resnick, eigentlich der Übervater von Scratch. Er war ein Doktorand von Seymour Papert. Er hat auch Star-Logo entwickelt. Das ist so eine Art früher Blocksprache. Unter anderem hat, also ich glaube, als Consultant für Lego an Lego Mindstorm. Also es gibt doch, also all diese Dinge hängen zusammen über Personen und über Teams. Aber die Scratch-Geschichte fängt eigentlich so ungefähr in 2007 an mit der ersten Release von Scratch. Das war auf einer eigenen Plattform, das heißt Squeak, also das musste man installieren und so weiter. Und das ist dann weitergegangen 2009 mit Scratch 1.4, da gab es Forks, also ich glaube das war von Berkeley Snap, wenn ich mich richtig erinnere, also ein bisschen komplizierter. Dann in Scratch 2 auf Flash, also zu dieser Zeit war das vermutlich fast ein Rückschritt. Ich glaube, Steve Jobs hat irgendwie gesagt, dass Pornografie und Flash, das sind die Geißen des Internets. Und ja, okay. Aber jetzt seit 2019, im Januar, glaube ich, ist Scratch 3 rausgekommen. Das läuft auf HTML5 JavaScript, das heißt grundsätzlich in jedem Webbrowser. Hier wird es ein bisschen komplizierter.
Also die, ein anderes Team am MIT, Professor Hal Abelson, der hat im 2010 ein Projekt gestartet, wo es darum ging, eigentlich, da war gerade die Mobilrevolution im Gang, also 2007, das iPhone, Android, die Idee, okay, warum können nicht Programmierer, sollten auch programmieren können. Also die App Inventor, das war eine Idee, da können Leute ihre eigenen Apps kreieren auf diesen Mobile-Plattformen. Der war mal für ein Sabbatical oder für einen Sommer bei Google in Mountain View. Und aus diesem Team kam Neil Fraser, der war bei Google und hat versucht, okay, anstatt diese Java-Libraries und so weiter, wir versuchen das mal auf Browser-Technologien umzuschreiben. Und er hat dann eigentlich die Block-Rendering-Bibliothek von diesem App-Inventor angepasst auf HTML und JavaScript. Und das ist dann nach einem Sabbatical und so weiter rausgekommen. Google hat das als Open Source rausgestellt unter dem Namen Blockly. Also es ist eigentlich eine Bibliothek. Vielleicht haben Sie mal von Blockly gehört. Es hat so ein bisschen eine Brandname. Aber es ist eigentlich nichts, dass man, das ist nur interessant für Programmierer. Es ist eine Bibliothek, mit der man solche Sprachen einfach bauen kann. Und das hat dann eigentlich zu einer ganzen Inflation von Blockly-Derivaten geführt. Also das ist eingebaut worden in verschiedene Tools, die man kennt. Also zum Beispiel code.org, also die Hour of Code-Webseite. Da steckt Blockly dahinter, auch das Microbit, das Programmierumgebung von Microsoft, das für Microbit oder für Calliope in Deutschland gebraucht wird. Die Open Roberta Plattform, die auch groß in Deutschland via Fraunhofer Institut, glaube ich, verbreitet wird. Ich glaube, Nepo heißt die Sprache, das basiert auch auf Blockly und so weiter. Also dadurch, dass es so einfach wurde, Scratch ist immer noch das Schwergewicht, der Anker in dieser Welt mit den größten Benutzern, aber die Diversität, das hat dann plötzlich auch dem Ansatz von diesen Block-programmierten Sprachen zu einem enormen Konsensus verholfen. Und die nächste Stufe dann, das ist die große Konvergenz. Irgendwann hat das Scratch-Team dann gesagt, okay, wir müssen jetzt von Flash weg, wir müssen auch auf HTML. Die haben auch gesehen, okay, was macht ihr? Und die haben sich getroffen an Konferenzen und gesagt, okay, warum machen wir nicht eine gemeinsame Bibliothek? Das ist dann in ungefähr 2016 ist Scratch Blocks rausgekommen. Das ist eigentlich auch eine Open-Source-Bibliothek für blockprogrammierbare Sprachen, die eigentlich dann zusätzlich noch die Scratch Look and Feel benutzen. Blockly sieht in der Regel ein bisschen anders aus. Scratch hat auch, also wie gesagt, dieses schöne Design oder schön, wenn einem das sehr gefällt. Also da kommt dann sehr stark eben der Scratch-Stil dazu. Natürlich Scratch 3 ist der größte Benutzer von Scratch Blocks heute. Es gibt vermutlich auch weitere Derivate davon. Ich weiß nicht. Ich habe letztes Jahr haben wir einen Workshop hier mit Microbit. Da war es noch sehr Blockly-Stil. Ich habe einen Screenshot gemacht von der Microsoft-Umgebung und dann war es plötzlich Scratch Blocks. Also offenbar haben andere auch diesen Umstieg gemacht und dass das Look and Feel von Scratch sich dann auch so durch diese anderen Plattformen durchsetzen wird. Also das ist noch ein bisschen ganz klar, noch einmal die Stilfrage, also das ist ungefähr so unterschiedlich wie Berndeutsch und Zürichdeutsch als Dialekt, also wir haben diese ein bisschen runderen Ecken von Scratch und ich glaube, der größte Unterschied von klassischen Blockly sind, dass Ausdrücke wie diese Puzzleteile so von links nach rechts zusammengesteckt werden, die Befehle werden von oben nach unten und ich glaube, so der kleine Indikator ist diese Ecke in den Befehlen, das sind in den C-Blocks, also diese Kontrollstrukturen bei Scratch, die schließen sich dann immer perfekt um und bei Blockly haben die noch so einen absichtlichen eine kleine Lücke. Neil Fraser hat gesagt, das sei eine Affordanz, dass man will, dass man sehen kann, dass da noch was reingeht. Aber ansonsten gesagt, also die große Konvergenz in dem Sinne.
Okay, was haben Sie gemeinsam? Also wie gesagt, diese Sprachen, ich weiß nicht, ich glaube, der Name blockstrukturierte grafische Programmiersprache ist ziemlich ein komplizierter Ausdruck, aber das ist ungefähr der Bereich. Also es geht an so eine Art Lego-artiges Baukastenprinzip, wo man Programme zusammensteckt. Mindestens zwei Arten von diesen Steckverbindungen. Es gibt die Befehle, die man übereinander stapelt, und dann gibt es Ausdrücke, also mathematisch-logische Ausdrücke, die man zusammenbaut, eben in der Regel wie mathematische Syntax, dass die dann ineinander verschachtelt. Also es gibt mindestens diese zwei, sie sind alle strukturiert, also strukturierte Programmierung, Paradigma aus den 70er Jahren. Man sieht das ja sehr grafisch, also diese Klammern, die sich dann die Blöcke, die man ineinander verschachteln kann. Sie sind alle anfängerfreundlich. Unter den Unterschieden, natürlich, die sehen unterschiedlich aus, andere Farben, ein bisschen andere Formen. Sie haben ein anderes Vokabular. Das ist auch eigentlich interessant. Das sind Sprachen, die Grammatik zäher ist als das Vokabular. Andere Ausdrücke, je nachdem, wenn es um Robotik geht, dann haben sie Bewegungskontrollen, wenn es um Animation geht, dann haben sie eben Befehle dazu, wie man etwas animiert. Es ist auch ein gewissen Unterschied kulturell, also Blockly, die Idee war immer, dass man da irgendwie dann rauskommt aus dieser, also es geht um Graduation oder die Off-Ramp. Scratch hat das eigentlich nicht, also Scratch ist eine völlige Lösung, wo man bleiben kann damit. Einige von diesen sind so Editoren für andere Sprachen, sei es Python oder JavaScript. Und man sieht das dann oft, man kann umschalten, man kann den grafischen Editor brauchen, im Hintergrund wird dann Code generiert und man kann diesen Code auch anschauen. Ich glaube, bei Microbit zum Beispiel ist das ziemlich klar vorhanden, oder auch bei vielen anderen Tools. Und auch das Ziel, also nicht alle diese Umgebungen, das ist immer noch diese DNA für Erwachsene, also dass man versucht, diese Blocksprachen zu brauchen als Makrosprache in Umgebungen, wobei man sagen muss, dass heute eben sich die Ausbildung, die Ausbildungsanwendung durchgesetzt hat. Für die, das sind nicht bekannt, all diese Tools sehen ungefähr so aus, also sie haben drei wichtige Teile, es gibt die Arbeitsfläche, wo man das Programm zusammensteckt. Dann gibt es die Bibliothek, das ist so die Kiste mit den Legos. Da sind die Befehle, die man hat. Und dann ist das die Bühne, also das ist dort, wo sich was bewegt. In der Regel ist das eine Simulation der Hardware oder eben das der eigentliche die Output des Programms. Alle diese Sprachen haben eigentlich drei Arten von Typen von Bausteinen. Es gibt diese C-Blocks, also diese Klammerblöcke, die sind Kontrollstrukturen, die sagen, ob sich was wiederholen soll oder ob sich da irgendwo eine Entscheidung trifft. Es gibt die Anweisungen, das sind so Befehle, kochbuchmäßig, okay, mach dies und dann dies und dann dies und dann dies, die kann man aneinander reihen. Und dann gibt es die mathematisch-logischen Ausdrücke. Das ist bei Scratch auch ein bisschen arbitrary im gewissen Sinne, also die mathematischen Ausdrücke haben gerundete Ecken und die logischen haben diese Rhombus-Ecken, also man sieht dann, wo die reinpassen, zum Beispiel, wenn es darum geht, gehe x Schritte, da könnte man auch eine mathematische Gleichung einfügen, das sage ich, gehe und das berechnet dann, wie viele Schritte, oder auch die Kontrollstrukturen, die haben diese Rhombus-Löcher, da gehört ein logischer Ausdruck rein. Also wenn irgendwie die Farbe blau ist, dann macht dies, sonst das. Und das Programmieren, also das Programmieren, das kann man nicht so statisch gut darstellen, weil sich das Interface, das bewegt sich. Also wenn man dann mit diesen Blöcken rankommt, dann gehen die Strukturen auf, man sieht auch ein bisschen, wo das hinpasst, aber grundsätzlich, das ist so wie animierte Legos, also man steckt diese Dinge zusammen. Und dann hat man ein Programm, das sehr farbig aussieht und eben die Programmierstruktur sehr, sehr prominent erscheint. Und auch eine kleine impressive Demo für wie heutige moderne UIs eben funktionieren sollten.
Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen, die in der Regel ihren Wortschatz und ihre Struktur vom Englischen hernehmen, können diese Sprachen sich der natürlichen Sprache der Benutzer anpassen. Also man kann an dieses in Scratch mit dieser Weltkugel beliebige Sprachen auswählen. Also das ist jetzt zum Beispiel Deutsch. Wenn man es auf Englisch umschaltet, dann ändert der Wortschatz des Programms auf Englisch. Und noch so als kleine Impressive-Demo, also ganz links, das ist Hebräisch, gehört zu den Rechts-Links-Sprachen. Das heißt, die ganze Benutzeroberfläche kehrt sich um und geht jetzt von rechts nach links. Man sieht so kleine Details. Ich glaube, das Lautsprechersymbol hat auch eine Rechts-Links-Variante. Ich glaube, der Pinsel hat nicht. Aber sonst muss man schon sagen, okay, das ist Attention to Detail. Für ein modernes Benutzerinterface. Also das heißt, das ist nicht mehr, man passt sich dem Computer an, wie traditionelles Programmieren, wo man irgendwie Englisch Sprachen lernt. Also hier versucht sich das Interface auch sehr an die Lebensrealität und an die Kultur des Benutzers anzupassen. Noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Also ich mache einen Einführungskurs in Scratch in Zürich nächsten Samstag, und da geht es dann ein bisschen mehr so, das ist so Scratch für Erwachsene oder Scratch für Lehrpersonen, eben auch in Bezug auf die Tatsache, dass man vielleicht im Lehrplan 21 Scratch dann oft brauchen muss, weil es gehört zum Lehrmittel, und Leute, die sich noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, ist den ganzen Tag Gelegenheit, sich dann ein bisschen mit dem Tool auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir haben auch zwei Workshops hier in beiden Slots, wo man ein bisschen hands-on mit Scratch was machen kann, und auch zwei oder drei andere, also von Timio oder von Oxo. Alles eigentlich geht es um Dialekte dieser grafischen Sprachen. Okay, vielen Dank, und ich glaube, das ist das Ende der Präsentationen.